Kevrendi Hazretleri buyuruyor ki bir sohbet esnasında bir kişinin ayağa kalkması sohbetinin 70 derece gücünü aşağı çalar. Elmette şey sak, wenn man während einer Konversation, während einer Sohbet sich aufsteht, einfach so, dann nimmt das die ganze Kraft der Sohbet 70-fach, die ganze Stärke 70-fach weniger, wie die ganze Stärke der Sohbet. Aynı zamanda diğer insanların konzentrasyonu dağıtır, kalbini bozar. Außerdem stört es die Konzentration der zuhörenden Menschen und es lenkt die Menschen ab, wenn Leute aufstehen. Sohbet, insanlara bir nasihat. Die Sohbet, der Sinn der Sohbet ist es, den Menschen einen Ratschlag zu geben. İnsanların belki derdine bir devadır. Um den Menschen in ihren Problemen, in ihren Sorgen eine Lösung zu darzubieten. Sohbet, hazır olan insanların kalbine göre verilen bir kuvvettir. Die Sohbet ist eine Kraft, die in die Herzen der Menschen eingegeben wird. Ezbere, oradan buradan okuyup ezbere anlatılacak bir mesele değildir. Die Sohbet ist nicht etwas, was man aus Büchern auswendig gelernt hat und dann vorträgt oder vorliest, nein. Biz hoca değiliz. Wir sind hier kein Hoca oder kein Gelehrter. Und wir halten hier auch keine Ansprache. Vaaz vermiyoruz. Oder keine Predigt. Ders vermiyoruz. Oder wir geben hier auch keinen Unterricht. Biz sohbet ediyoruz. Wir machen hier einfach, in einer gemütlichen Runde halten wir Sohbet. Yani, onun için rahat olacaksınız, okulda değiliz. Und da kann jeder gemütlich und locker sein, wir sitzen hier nicht streng im Unterricht. Uyumak isteyenler uyuyabilir. Und wer gern schlafen möchte, ist gern das eingeladen einzuschlafen. Genelde biz sohbete başladığımız zaman cemaatin %90'ı uyur. Ninni gibi geliyor diyorlar. Und irgendwie ist es so, wenn irgendwie anfangen zu reden in der Sohbet, dann schlafen 90% ein. Das heißt, es ist wie ein gute Nacht. Onlar uyku esnasında biz alıyoruz diyorlar. Die sagen dann, ja, während wir schlafen, dann können wir viel besser empfangen im Schlaf. Ve onu aynı zamanda rüyaya çevirebiliyoruz diyorlar. Und dann, wenn wir dann während dem Schlaf diese Worte empfangen, können wir das auch noch in Träume umformen. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu dünyada yaşıyoruz sonuçta. Bu dünyada yaşadığımız vakit başımıza türlü işler gelir. Ja, wir leben in dieser Welt. Wir sind Teil dieser Welt und weil wir in dieser Welt leben, geschehen uns Sachen, ja, die uns vielleicht nicht gut gefallen, die uns wehtun, die uns Sorgen bereiten. Anlayamadığımız, çözemediğimiz, şaşkın olarak etrafına bakındığımız, bu nereden icap etti dediğimiz olaylar olur. Es geschehen viele Ereignisse, die wir nicht verstehen können, die uns verwirren, die uns durcheinander bringen, die uns aus der Ruhe bringen und wir wissen nicht, einfach nicht, was wir machen sollen. Ve insanın başına bu tür olaylar mutlaka gelir, gelmektedir, gelecektir. Und jedem Menschen widerfahren solche Ereignisse und das muss so sein, denn wir leben in dieser Welt, daher müssen wir solche Ereignisse durchmachen. Bazen öyle haller olur ki insan yahu her şey bambaşka giderken şimdi bir anda bu iş nasıl başıma geldi der ve vesveseye düşer, şüpheye düşer, kendi kendini bunaltır, hasta eder. Und manchmal findet man sich in der Situation wieder, dann denkt man sich, alles hat doch seinen Lauf gehabt, warum muss ich jetzt einfach alles ändern? Woher kommen diese Ereignisse? Warum hat sich jetzt alles gedreht, gewendet? Warum ist jetzt alles durcheinander gekommen? Warum hat sich alles geändert? Zaten bütün insanların hastalığı da oradan gelir. Bu sıkıntı vesveseden gelir. Çünkü kendi kaderine kendi inanmaz. Und dann fängt man an, schlecht zu denken, schlechte Gedanken zu haben, Wesswesse zu haben, negative Gedanken zu haben und das macht die Menschen krank und am Ende landet man in Depression. Ve ben bu tür durumlar için yanımda her zaman bir doktor taşıyorum. Und daher habe ich als Lösung für dieses Problem immer einen Doktor an meiner Seite. Ola ki benim başıma da böyle bir iş gelir de doktorum yanımda olsun. Weil wer weiß, welches Ereignis mir widerfährt, hauptsache ich habe meinen Doktor an meiner Seite, der kann mir dann immer raushelfen. Doktor iğneyle böyle bekliyor. Hazır bekliyorum, sokmak için iğneyi bana. Und der Doktor steht bereit mit seiner Spitze in der Hand wie mit der Pistole und es spritzt schon raus. Wann kann ich loslegen? Ama ben tedbirli adamım, doktor buldum kendime. Ama herkesin bir doktoru yok. Ja, ich habe meine Vorkehrung getroffen, ich habe das Glück und habe einen Arzt. Aber nicht jeder hat das Glück, einen Arzt zu seiner Seite zu haben.
Madem ki doktorumuz yok, o zaman doktora gerek olmayacak haller içine girmek zorundayız. Da wir nicht unbedingt immer einen Doktor zur Seite haben, müssen wir uns einen Zustand aneignen, dass wir keinen Doktor nötig mehr haben. Ben beceremedim, ben taşıyorum yanımda. Und da ich das nicht hinbekomme, so zu werden, habe ich nur sicherheitshalber einen Doktor immer an meiner Seite. İnsanlar bilmesi lazım ki diyor Şeyh Efendi Hazretleri. Kader bir tane değil. Und der Şeyh sagt, die Menschen müssen wissen, das Schicksal, es gibt nicht nur ein Schicksal. İnsan ne tarafa dönüyorsa, ne tarafa bakıyorsa orada ve ne tarafa doğru yürüyorsa orada bir kader oluşur. Und er sagt, die Menschen müssen wissen, welche Richtung der Mensch sich hinwendet. Es eröffnet sich ein neuer Schicksalsweg für ihn. Wenn er sich in eine andere Richtung wendet, gibt es ein anderes Schicksal. Wenn er sich wieder in eine andere Richtung wendet, gibt es auch ein neues Schicksal für ihn. Altı yön vardır derler ama bu altı yön içinde belki 60 bin yön daha vardır. Es gibt sechs Himmelsrichtungen, aber er weiß, vielleicht gibt es noch viel unzählige Richtungen mehr. Ve her yönden bize doğru bir kader gelir. Und aus all diesen Richtungen kommen Schicksale auf uns zu. Cenab-ı Allah bu iş için işte bu işi biz daha rahat çözelim diye peygamberleri, evliyaları, kitapları gönderdi. Aber damit wir in all diesem Chaos einen richtigen Weg finden können, hat der allmächtige Herr uns seine Propheten geschickt, seine heiligen Bücher, seine Heiligen hat er uns geschickt. Çünkü biz bu işin içinden çıkamayız, hangi kadere uyacağımıza bakamayız, bulamayız onu, bilemeyiz. Wir von uns selbst, wir können nicht wissen, welchen Schicksalsweg wir einschlagen sollen. Aber diese Propheten und Heiligen, sie haben die Aufgabe, uns den richtigen Weg zu weisen. Bazen olmadık bir şey çıkar, bizim için hayırdır, şer çıkar, belki hayırdır. Ama bazen hayır çıkar, şerdir, biz bilemeyiz. Manchmal widerfährt uns ein Ereignis, wir denken, das war etwas Gutes, und am Ende kommt etwas Schlechtes dabei raus. Manchmal widerfährt uns etwas, worüber wir denken, das war etwas Schlechtes, und am Ende wird's doch gut. Sonuçta diyor, mutluluğu yakalamak kolay değil. Wir können nicht wissen. Und daher heißt es auch, es ist nicht leicht, die Glückseligkeit zu erlangen. Şeyh Fuattin Efendi çok güzel söyledi sohbette geçen. Adem Aleyhisselam dedi yaratıldığında dedi 40 sene hüzün yağmuru yağdı üstüne. Und Şeyh Fuattin hat es so wunderschön letztes Mal in seiner Sohbet gesagt. Er hat gesagt, als der Herr Adam erschuf, da hat er 40 Jahre lang Regen des Trauers auf ihn herabregnen lassen. Ve bir senede mutluluk yağmuru yağdı. Und nur ein Jahr hat er das Regen des Glücks auf ihn herabregnen lassen. Onun için dedi, 40'ta bir dedi. Bir şansımız var bu umutluğu yakalamak geri yoksa dedi zordur. Onu da yakalayamazsan yine o 40 sene yağmur yağ. Da ist das Verhältnis zwischen Unglück und Glück 40:1. Und daher ist es sehr schwierig, das Glück zu erlangen, weil man viel öfters mit Unglück zu tun hat. Aber umso glücklicher kann man schätzen, wenn man unter diesem 40 Jahren Glück das ein Jahr Glück findet. Aslında en doğrusu diyor Şeyh Hazretleri yine en doğrusunu o söyler. O hüznü diyor mutluluğa çevirebilirsen aslında mutluluk o zaman durdu. O bir sene diyor mutsuz ol. Ama der Şeyh sagt, und er sagt es immer am schönsten, am besten, am richtigsten, er sagt, wenn es dir gelingt, diese 40 Jahre Unglück, das Glück darin zu sehen und es in ein Glück zu verwandeln, ja, dann kannst du auch absehen, ein Jahr unglücklich zu sein, wenn du 40 Jahre dafür glücklich bist. O hüznün içinde mutlu olabiliyor musun? Ja, schau dich an, kannst du in diesem Unglück glücklich werden? Unglück değil. Hüzün, Trauer oluyor değil mi? Also nicht nur im Unglück, also viel weiter. Kannst du diesen 40 Jahren der Trauer glücklich werden? Mühim olan da budur zaten. Çünkü ne gelirse Mevlam'dan gelirse hoştur bana diye söylüyoruz ama o söylediğimize uymuyoruz. Und darauf kommt es an, diese Trauer in Glück zu verwandeln. Und wir sagen immer, oh Herr, all das, was du uns schickst, das ist so schön, egal ob es schlecht oder gut ist, aber wir verstehen die Geheimnisse dieser Worte nicht und sind trotzdem unglücklich und sind traurig, wo wir immer sagen, oh Herr, was du uns schickst, das ist doch immer gut. Lakin, diyor ki, ayakkabısı ayağında olmayan, ayağı olmayana baksın, teselli bulsun. Ja, und weiterhin heißt es, wenn du keine Schuhe besitzt und du bist traurig darüber, dann schau doch mal deinen Mitmenschen an, vielleicht hat er keine Füße. Wie glücklich kannst du schätzen, dass du gesunde Füße hast, gesundesten Füße hast. Sen ne kadar hüzün içinde yüzsen de senden daha hüzünlü birisi mutlaka var. Egal wie traurig du bist, wie unglücklich du bist, du musst immer wissen, es gibt immer andere Menschen, denen es viel schlechter geht als dir. Bana hep haksızlıklar bana yapılıyor. Bütün dertler beni buluyor. Hastalıklar beni buluyor. Dediğin vakit bu bir isyana girer, şikayet.
Ich bin so unglücklich, mir widerfährt all das Unglück dieser Welt. Mir widerfahren all die Ungerechtigkeit, mir geht es so schlecht. Aber wenn wir so reden, dann tun wir protestieren. Wir protestieren gegenüber dem Herrn und sagen, wir sind mit dir nicht glücklich, euer Herr, mit deinem Urteil. Hazreti Ebu Bekir Sıddık 10 sene diş ağrısı çekti. Efendimiz'e ulaştı bu haber de. Niye söylemedi 10 sene ızdırap çektim dedi. Söyledi. Tanesine bakardık. Allah'ı sana şikayet mi etseydim dedi. Hazreti Ebu Bekir, das war der treue Weggefährte des Propheten für die Samiti. Und es geschah, dass 10 Jahre lang schwerste Zahnschmerzen hatte. Und irgendwann kam, dass der Prophet mit Friede sei mit ihm und sagte, oh Abu Bakr, warum hast du mir das nicht mitgeteilt, dass du Zahnschmerzen hast? Und hast du 10 Jahre dran gelitten? Und dann sagt Abu Bakr, ja, wie soll ich dir das mitteilen? Soll ich mich bei dir über den Herrn beschweren, dass sie mir Zahnschmerzen beschert hat? Aber bunları biz görmüyoruz. Okusak da anlayamıyoruz, tatbik edemiyoruz. Orada örnekler çok. Und das Leben ist voller Beispiele, an die wir uns richten können, obwohl wir all diese Beispiele davon so viel hören, davon so viel lesen, gelingt es uns nicht, uns diesen Beispielen zu folgen. Herkes birbirini yemekle meşgul. Jeder ist lieber dann beschäftigt, sich miteinander zu streiten, seinen Mitbruder oder seine Schwester ja förmlich aufzufressen mit übler Nachrede. Keiner ist darum beschäftigt, vielleicht mal glücklich zu werden. Bir insanı sevmiyor olabilirsin ama onun hiç mi iyi tarafı yok? Bir bak. Ja, natürlich kann es sein, dass du eine Person nicht unbedingt liebst. Aber gibt es denn keinen Aspekt dieser Person, der dir vielleicht gefällt? Gibt es denn nichts Gutes, was du in dieser Person sehen kannst? Beni de sevmedin bir adam vardı zamanında. Bana yapmadığı zulmü bırakmamıştı 20 sene. Kesinlikle affetmem onu diyordum. Mahşerde mutlaka ne Milosevic, ne Brezhnev, hiçbirisini, hepsini affederim. Ama o adamı affetmem diyor. Yani ich hatte auch mal so eine Person, die ich nicht wirklich lieben konnte. Und ich sagte mir, seit 20 Jahren hat mir so viel Unglück bereitet. Am Tag des jüngsten Gerichts werde ich ihm niemals verteilen, selbst wenn die Tyrannen der Welt kommen. Den würde ich verzeihen, aber dieser Person würde ich niemals verzeihen. Nemrutlar, Firavunlar gelse onları affedeceğim ama onu affetmeyeceğim. Sollen ruhig Nemrut, der Pharao kommen, die größten Tyrannen, den würde ich verzeihen, aber diese eine Person, der verzeihe ich niemals. Öfkeliydim adam. So sauer, so wütend, so zornig war ich mit dieser Person. Sonunda dedim, düşündüm, ya dedim bu adam hiçbir iyi tarafı yok mu? Baktım normalde bulamadım da, düşündüm, herhalde bir 5 sene düşündüm. Am Ende dachte ich mir, ja vielleicht gibt es ja eine unentdeckte gute Seite an ihm. Und so habe ich mich dran gesetzt, nachzudenken und zu überlegen. 5 Jahre habe ich danach gesucht, nach einer guten Seite. Schaka söylemiyor, bu ciddi bir meseledir. Bilir, cemaat bilir. Und das erzähle ich jetzt so locker und leicht, aber das ist kein Witz, das ist wirklich so. Das ist wirklich passiert. Kendi kendime zulmettim. Bana hatta mazoşist dediler. Ja, und ich habe mir mich selbst so viel Leid unterzogen und Leute haben schon gesagt, das machst du nicht so unglücklich, bist du ein Masochist oder was, dass du so unglücklich machst. Sonunda, araştırıyorum, adam hiçbir iyi tarafı yok. Ich habe geforscht und geforscht, aber ich habe einfach keine gute Seite an dieser Person gefunden. Sonunda aklıma geldi. Bosna'ya gittiğimde ne savaş böyle. Her yer bombalanmış. Ne elektrik var orada, ne su var. 3 hafta yıkanamadık. O kadar toz toprak içindeydik. Und am Ende ist mir eingefallen, damals, als wir in Bosnien waren, wir müssen wissen, Arif Feld hat damals, während der Kriegszeit haben sie humanitäre Hilfe geleistet im Kriegsgebiet Bosnien. Und da war es so, wir waren in Bosnien, wir konnten, hatten uns 3 Wochen nicht duschen können, es gab keinen Strom, kein Wasser. Bu adam şanslı çıktı, bir ev bulmuş kendine, duşu olan. Und diese Person, die ich nicht lieben konnte, die hat das Glück gehabt und hatte ein Haus für sich gefunden, mit einer Dusche. Zar zor adamı ikna ettim, para pul verdim, servet verdim. Mal Müll verdim, bir kere duş yaptım. Und irgendwie habe ich geschafft, diese Person zu überreden, zu überzeugen mit Geld. Und sie hat es akzeptiert, diese Person hat mir erlaubt, mich in ihr Haus zu duschen. O iyiliği buldum, çıkarttım oradan. Dedim ki, 3 hafta taş gibi oldu saçlarım artık, tozdan, topraktan, yani tutamıyordum saçlarımı. Ja, und dann habe ich diese gute Tat an dieser Person entdeckt. Diese Person hat mir erlaubt, mich zu duschen. Weil ich hatte 3 Wochen nicht duschen können und mein Haar war voller Staub und Dreck gewesen. Ich hatte es so nötig gehabt, mich zu duschen. Diese Person hat es mir ermöglicht. Gerçi hanıma sordum, hiç kokmuyorsun dedi bana, ama olsun. Ich hatte meine Frau gefragt, aber sie hat mir gesagt, nee, du stinkst gar nicht. Nein, lass es nicht mit. Şimdi söylüyor da, leş gibi kokuyordun diye ben söylemedim. Aber wenn ich jetzt im Nachhinein meine Frau frage, dann sagt sie, du hast wie der letzte Dreck gestunken, aber ich hab das anstand nicht gesagt. O şartlarda diyor, senin moralini bozmak istedim. Wenn in diesen schlechten Bedingungen zwar sowieso kriegen, dann wollte ich dich noch trauriger machen. Bu adamı sırf bu yaptığı hizmetten dolayı parayla pulla fark etmez. Mahvettin.
Ja, und diese Person hat eine gute Tat für mich getan. Ich habe ihr zwar Geld dafür geben müssen, aber kein Problem. Sie hat mir diese gute Tat getan und das konnte ich nicht vergessen, diese gute Tat. Sizler de bunu yapabilirseniz zor oldu. 5 sene uğraştım kendi kendimi yedim ama sonunda başardım. Und das sollten wir auch versuchen. Gute Seite an den Personen zu entdecken, die wir nicht lieben können. Ich habe es auch geschafft. Hat zwar 5 Jahre gedauert, aber ich habe es auch geschafft. Şimdi başımıza çok işler gelir. Çok kimselerle takışırız, ederiz ama her şeyin altında bir hikmet yattığını bir türlü çıkaramayız. Ja, uns passieren so viele Ereignisse, wir kommen mit so vielen Menschen zusammen, mit denen wir uns sogar streiten. Aber wir sehen nicht, dass hinter all diesen Sachen eine Weisheit steckt. Biz çok aceleci davranıyoruz, sabırsız insanlar. Wir sind sehr ungeduldige Menschen, wir handeln immer und urteilen immer vorzeitig. Halbuki Cenab-ı Allah çok açık bir şekilde buyuruyor, hadisler anlatıyor, diyor ki senin iraden dışında gelişen her şeyden sorumlu olan O'dur, Allah'tır. Senin iradenle gelişen her şeyden sorumlu olan sensin. Aber der Herr, er verkündet doch, ihr Menschen, alles, was außerhalb eures Willens sich eignet, dafür könnt ihr nicht verantwortlich sein, dafür halte ich euch auch nicht verantwortlich. Ihr seid nur für das verantwortlich, was durch euren eigenen Willen geschieht. Ve eğer sen senin kendi hatalarından oluşan bir olay canını sıkmıyorsa, o zaman Allah'tan olduğuna inanacaksın ve arkasında bir hikmet arayacaksın. Ja, und wenn es dann geschieht, dass ein Ereignis ist passiert und es hat dich unglücklich gemacht, dir gefällt es nicht, du bist traurig geworden, aber du kannst nichts für dieses Ereignis, du bist nicht verantwortlich für dieses Ereignis, es ist durch eine äußere Gewalt geschehen, so musst du dir denken, ich kann nichts dafür, es gab einen anderen Grund, einen göttlichen Grund, du musst nach einer Weisheit hinter diesem Ereignis gehen. Ki, benim kendi bir inisiyatif olmadan, yardım olmadan geliştiyse bu olay benim üzerime geldiyse, sabredeceğim, bana sabır düşer, tahammül düşer, arkasındaki hikmeti beklemek düşer. Ja, wenn dieses Ereignis nicht durch meine eigene Initiative geschehen ist, wenn ich nichts für dieses Ereignis kann, so muss ich einfach Ruhe bewahren, abwarten und nach der Weisheit hinter diesem Ereignis suchen. Uzatmayalım, bir hikaye anlatayım. Hikaye dediysem, gerçek olmuş bir meseledir bu. Wir möchten das Wort nicht weiter in die Länge ziehen, aber wir möchten gerne eine Geschichte erzählen. Es ist zwar eine Geschichte, aber es ist eine wahre Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Ki bize daha iyi bir net bir manzara gözüksün. Und diese Geschichte, so denke ich, wird uns helfen, die Sache viel klarer zu sehen. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman baktığımız vakit hep hikayelerle dolu. Wenn wir den Koran, das Heilige Buch aufschlagen, das letzte Testament, dann können wir sehen, dass das Buch voller Geschichten ist. İncil'e bakınca o da aynı. Genauso im jüngsten Testament, in der Bibel, in allen heiligen Büchern. Finden wir Geschichten. Diyorlar ki, bu Aybek Efendi diyorlar, tüm olan hikaye anlatıyor, başka bir şey bilmiyorlar. Wenn die Menschen mich werden sich über mich und sagen, oh Aybek Efendi, dieser Aybek Efendi erzählt immer nur Geschichten, kennt er denn nichts anderes als Geschichten? Allah da hikaye anlatıyor, ne yapalım şimdi? Aber der Allmächtige Herr, er erzählt doch den Menschen auch Geschichten, was soll man anders tun? Allah hikaye anlatıyorsa biz de anlatacağız. Ja, wenn der Allmächtige Herr Geschichten erzählt, sollten wir auch Geschichten erzählen, wir folgen ihm. Ja, bize derin ilim lazım diyorlar, Ziya Bey. Die Leute sagen, wir brauchen tiefe, große Weisheiten, tiefgründige Weisheiten. Und das, was du erzählst, das ist doch völliger Kinderkram, das kennen wir doch alles. Was erzählst du denn ja? Das haben wir doch alles schon längst in den Büchern gelesen, was du erzählst. Ja, natürlich, ihr habt es sicherlich gelesen. Und es gibt auch die Extremisten, die haben auch den Heiligen Koran gelesen, aber die sind der größte Beweis dafür, dass sie nichts verstanden haben. Onlar okuyor. Öyle anlıyor. Okudukları gibi alıyorlar. İnsanlar çıtır çıtır kesiyorlar. Ja, sie lesen das Heilige Buch und meinen es verstanden zu haben nach ihrem eigenen Ermessen. Und dann schaut euch an, was sie tun. Sie töten Menschen. Das ist das Schlimmste, was man tun kann. İslam'da öyle bir şey yok. Was gibt es im Islam nicht? Ama burada bak diyor, yazıyor. Ne yazıyor diyorum? Yahudi'yi gördüğün yerde öldür. Aber die sagen, aber da steht doch drin, wenn du deinen Ungläubigen siehst, einen Juden, dann musst du ihn sofort umbringen, sagen sie zu mir. Nerede yazıyor? Kur'an'da yazıyor. Wo steht das im Koran, sagen sie? Bakıyorum, yazıyor mu diye. Yazıyor. Dann schaue ich nach. Anscheinend steht da etwas. İyi de şimdi her önüne gelen öldürecek misin? Ja, aber was willst du jetzt machen? Willst du jetzt jeden? Onlar hikmeti ayrıdır. Willst du jetzt jeden, der an dir vorbeiläuft, umbringen? Das hat eine gewisse Weisheit, dass da so etwas steht. Das musst du erstmal verstehen. Şu anda Yahudi olması aç kalırsın. Bütün dünyanın şeyleri onların elinden geçiyor. Und schaut euch doch mal die ganzen Sachen an, die Juden vollbracht haben für die Menschheit. Würde es Juden nicht geben, würde es der ganzen Menschheit schlecht gehen. Stimmt. Sie haben dafür gesorgt, dass es den Menschen im weltlichen Sinne gut geht. Ne? Oldu?
sessiz bir adam. Şimdi hikayeler olmasa kimse bir şey öğrenemez. Çünkü normal bir sohbet hatta bir anlatım şekli ders niteliğinde adamlar unutmaktan başka bir şey yaramıyor. Ve hafızalarda da durmaz. Anında unuturlar. Ama hikayelerin kalıcı. Onu bir şey können wir nicht verstehen. Die Geschichten sind dafür da, dass wir die Sachen besser verstehen. Wir könnten ja eine Ansprache abhalten und am Ende könnte sich niemand an irgendetwas erinnern. Aber mit Geschichten, die bleiben im Kopf und an die kann man sich immer erinnern. Black Forest'ten Abdülhay Efendi var burada, yanımda. Abdülhay Efendi'ye her seferinde bana 40 hikaye anlatır. Und ich habe mitgebracht einen Sondergast aus dem Schwarzwald, aus Deutschland, Abdülhay Efendi. Und wenn ich ihn sehe, dann erzählt er mir mindestens 40 Geschichten. Adam da hikaye bitmez. Bei ihm hören die Geschichten niemals auf. Ya diyorum, adam nereden buluyor bunları? Ich frage, wo findet ihr all diese Geschichten her? Kalpten diyor, ne geliyorsa onu anlatıyor. Ich erzähle einfach nur das, sagt er, was von meinem Herzen kommt. Ne zaman moralim bozulsa Abdülhay'ı ararım. Wann immer es mir schlecht geht, seit Albert Fendi, rufe ich einfach Abdülhay'ı. Ve gözümden yaş akıtana kadar güldürür beni. Und er bringt mich so sehr zu lachen, jedes Mal, wenn ich ihn anrufe, es gibt mir schlecht, er bringt mich so sehr zu lachen, dass gerade Tränen aus meinen Augen fließen, jedes Mal. Allah ondan razı olsun, ama o hikayeleri olmasa, Abdülhay'ı ben aramam. Ja. Und der Herr, sei deiner gnädig, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ihn, und hättest du nicht diese Geschichten, dann würde ich dich anrufen, ich suche. Yeni hikayeler bulsun. Also finde immer neue Geschichten. Beyazıd-ı Vesami Hazretleri, Sultan-ı Evliya, Arifin, büyük evliya. Lebt ein großer Heiliger, Beyazıd-ı Vesami, einer der größten Heiligen und auch einer von der goldenen Kette war, ja, der goldenen Nakşibendi-Kette, einer der größten Heiligen, die jemals auf dieser Erde gewandelt haben. Müthiş bir kimseydi. Das war ein so großer Heiliger, mit Worten kann man ihn nicht beschreiben, Beyazıd-ı Vesami. Ömrümün son iki yılında bir evliyaya bağlanmasaydım diyor, imansız gitme tehlikesine karşı karşıyaydım, doğru mu? Das war dieser Heilige, der sagte, hätte ich in meinen letzten zwei Jahren meines Lebens nicht einen Heiligen gefunden, der mich auf den rechten Weg gebracht hat. Ich wäre ohne den Glauben von dieser Welt gegangen, ohne diesen Heiligen. Und nach einer Überlieferung heißt es, dass er ja, mindestens 300 Sheikhs hatte. Er ist immer von einem Sheikh zum nächsten gegangen. Er hat immer gewechselt. O kadar ilim sahibiydi ki şeyhler onu idare edemedi, birbirlerine yolladı. Er hat so großes Wissen gehabt, ja, dass die Meister einfach nicht mehr klarkommen konnten und ihn immer weitergeschickt haben, zum nächsten Meister, zum nächsten Meister. Ve o Hikmetler Sultanı. Der war der König, der Sultan, der Weisheiten des Wissens. Bir gün uzun bir yoldan bir seyahate çıkıp uzun yoldan bir manastıra geliyor. Yol esnasında önüne bir manastır çıkıyor. Eines Tages begab er sich auf eine Reise, auf eine sehr lange, weite Reise und er kam bei dieser Reise an einem Kloster vorbei. Oranın rahiplerinden birisi bakıyor ki toz toprak içinde birisi geliyor, hemen açıyor kapıları. Buyurun diyor, kim olursanız olun ama buyurun. Und da sah aus diesem Kloster ein Priester, er sah Beyazıd-ı Vesami und sah ein Mann, der war völlig verstaubt und er kam von einer langen Reise und dachte sich, den muss ich reinholen. Er öffnet die Tür und sagt, komm doch rein, lieber Gast, komm doch rein. Beyazıd-ı Vesami Hazretleri yoldan geldi. Bazen ben arkadaşı yanlış anlıyorum. Çok dikkat etmem lazım. Tercümenin doğru olduğuna. Geliyor içeri. Diyor, burada diyor yıkanabilirsin diyor. Ben sana diyor erzak getireyim de yıkanabilirsin diyor. Ja, der Priester rief so Beyazıd-ı Vesami herein und er kam hinein ins Kloster. Der Priester sagte ihm, hier komm rein, ich zeig dir einen Ort, du kannst dich duschen, waschen, frisch machen. Ve nitekim bir müddet sonra o üstünü başını toparladıktan sonra, yemeledikten sonra bana müsaade ediyor. Ben yolcu yoluna gerek. Nachdem Beyazıd-ı Vesami sich frisch gemacht hatte, ja, neues Gewand angelegt, frisch gemacht hatte, dachte er sich, ja, jetzt gehe ich am besten weiter, ich bin ein Reisender, ich sollte hier den Menschen nicht zur Last werden. Und sagt zum Priester, am besten ich reise weiter als Reisender. Und er sagt, sen diyor, çok nurlu bir kimsesin. Benim kalbimden gelen ses, demek ki rahiplerin kalbine varmış. Diyor ki, senin burada kalmanı istiyor.
Aber der Priester sagte zu Beelzebub, der gehen wollte, oh, lieber Gast, du hast ein sehr lichtvolles Gesicht, Licht strahlt aus deinem Gesicht und meinem Herzen. Ich habe die Nachricht in der Nacht bekommen, dass du eine besondere Person bist. Bitte bleib doch hier, sagte der Priester zu Bistan. 40 gün burada bir kal hele diyor çünkü 40 gün sonra bizim bir bayramımız var. Bleib doch 40 Tage noch bei uns, denn nach 40 Tagen haben wir hier eine große Feier, ein großes Fest. 40 gün sonra diyor, bizim diyor, papazların diyor, en büyüğü gelecek, en yaşlısı gelecek, en büyüğü, en alimi. Denn in 40 Tagen wird unser Meister kommen, sagt der Priester. Der größte aller Priester, der Meister des Wissens und der Weisheit. Er wird Gast sein in 40 Tagen. Ja, ben istiyorum ki diyor, sen onu göresin, onu dinleyesin. Und es wäre mir eine Freude und eine Ehre, wenn du diese heilige Person auch sehen würdest. Wenn du unseren Meister auch sehen würdest, sagt er zu Beelzebub. Ve diyor, eğer sen diyor, onu görüp de diyor, Hristiyan olmazsan diyor, ben Müslüman olacağım. Und der Priester sagte aufhin, oh, lieber Gast, wenn du meinen Meister gesehen hast und nicht zu einem Christen wirst, dann werde ich zu einem Moslem, sagt der Priester. Ve peki, bunda belki hikmet var. Benim niyetim gitmekti. Ama bir ses kal diyorsam bunda da bir hikmet var diyor. Kalalım bakalım ne olacak. Der Dame dachte sich, eigentlich wollte ich gehen, aber das ist kein gewöhnliches Ereignis, dass ich darum gebeten werde, hier zu bleiben. Ich bleibe am besten bei dir, mal schauen, was sich daraus entwickelt. Dahinter muss bestimmt eine göttliche Weisheit stecken. 40 gün kalıyor, 40 gün sonra diyor ki, ja, 40 gün doldu aslında, ben gitsem iyi olacak, diyor. Rahip diyor ki, bugün diyor, o bizim ulu bir zatımız gelmiş diyor. Şimdi hepimiz diyor, bütün papazlar diyor, büyük diyor, salonda toplanacağız. Senin de oraya gelmeni istiyor. Ja, und so vergingen die 40 Tage und Beelzebub da, er blieb dort im Kloster. Ja, und dann am 40. Tag dachte er sich, ich bin so lange hier geblieben, ich gehe doch lieber, ist doch besser, wenn ich gehe. Und dann kam der Priester wieder, nein, nein, bleib hier. Soeben ist unser großer Meister eingetroffen und jetzt wird eine große Versammlung in seinem Hauptsaal stattfinden. Bitte komm doch auch hinein. E hadi gidelim o zaman, deyince du, böyle olmaz. Na gut, okay, sagte Beelzebub Dami, da steckt bestimmt auch eine Weisheit dahinter. Lass uns gehen. Aber dann sagt der Priester, nein, nein, so geht das nicht. 1000 tane papaz orada olacak. Dann sagt der Priester, da werden 1000 andere, weitere Priester anwesend sein. Sen böyle İslam elbisesi olacaksın, seni parçalar mı? Du kannst doch nicht einfach mit deinem islamischen, muslimischen Gewand dort auftauchen. Ich weiß nicht, nicht in Stücke, wenn die dich dort sehen als Muslim. E ne yapmak lazım? Al şu papaz elbisesini bir giymen lazım. Ja, was soll ich dann machen, sagte Beelzebub Dami. Dann sagt der Priester, hier ist ein Priestergewand, zieh das dir über. Bu nasıl iş? Papaz elbisesini giymek hiç olur mu? Yani burada da bir hikmet olabilir diyor. İyi diyor, onu yetmez diyor. Şu İncil'i de eline alacaksın diyor. Haçı boynuna takacaksın. Beline de diyor, papaz zünlerini bağlayacaksın. Und Beelzebub bis dahin dachte sich, was, ich soll jetzt ein christliches Gewand anziehen, das Gewand eines Priesters? Naja, da steckt schon eine Weisheit dahinter, da zieh es mal an. Ja, damit hat es aber nicht aufgehört, er muss sich auch ein Kreuz umhängen. Ja, und die Priester, die haben ja immer ein Seil um sich gebunden, das musste er auch sich umbinden. Wie heißt diese Seil auf Kreuz? Kordel. Kordel. Doktor, was ist hier Priester? Was machen ja eigentlich die Mönche, oder? Ah, die machen auch. Wir haben auch gemacht. Takıyor, bakıyor şöyle işte yakışmaz kendisi ama var bu bir hikmet. Dann hat dieses Gewand angezogen eines Priesters und damit schaute sich an, dachte ich, das sieht doch gar nicht gut aus, aber naja, da steckt schon eine Weisheit dahinter. Ağırlığına gidiyor. Ja, das hat ihm nicht gepasst, als Christus so gekleidet zu sein. Sonuna kadar gidelim ne olacak? Naja, gehen wir diesen Weg mal bis zum Ende weiter, mal gucken, was dabei rauskommt. Salona giriyorlar ki, 1000 tane papaz orada duruyor. Bu da papazla lafayı da getiriyor. İçeri giriyor ve aralarında bekliyor şimdi. Bir müddet sonra iki tane papazın elinde yaşlı, 150 yaşlarında bir çökmüş bir adamı böyle zor getiriyorlar, oraya oturuyorlar. Ja, und so begab sich Beelzebub Dami in den Saal hinein, zog sich seine Kapuze um, seine Priesterkapuze um, ging hinein. Und der Saal war voller Priester, 1000 Priester waren anwesend. Und dann kamen zwei Priester, die trugen in ihren Armen den alten Meister und haben ihn hineingetragen. O yaşlı adam kürsüye oturuyor ama
Ağzını bıçak açılıyor. Bir saat geçiyor. İşte bekliyor konuşuyor. İki saat geçiyor. Sonra dayanamıyorlar. Ya bizim ey bizim ulu büyük zatımız niye konuşmazsın? Niye ağzını açmaz? Seni bekliyoruz. Ya und der Priester wurde vor die Versammlung getragen und jeder dachte jetzt wieder anfangen zu reden, aber er redete nicht. Eine Stunde verging und hat immer noch kein Wort gesprochen. Stunden vergingen und er sprach immer noch nichts. Und die Priester fingen an zu fragen, oh ehrenwerter Meister, was ist los mit Ihnen? Warum sprechen Sie nicht? Oder diyor ki, nasıl konuşabilirim ki? Aranızda bir Muhammedi var. Dann sagt der Meister, wie soll ich denn sprechen? Ich kann nicht sprechen, denn unter euch ist ein Muhammedaner. Nerede? Diyorlar hemen, tamam parçalayalım. Und die Priester sagten, wo ist der? Bilmemeler bir galeyana geliyorlar. Wo ist der? Den müssen wir finden, ausfindig machen, den reißen wir in Stücke. Ja. Bana söz vereceksiniz o. Onu söylediğiniz vakit kim olduğunu ona dokunmayacağız. Söz vereceksiniz. Ama Meister, konuşur. Der Meister sagte, nein, nein, so geht das nicht. Ihr müsst mir eines versprechen, dass ihr ihn in Ruhe lasst. Und dann soll er vorgeführt werden. Nur unter der Bedingung, dass ihr ihm nichts antut. Söz veriyorlar bunlar. Und sie versprechen es, ihm nichts zu tun. O, tabii ki bin tane diş gıcırtısı aynı anda duyuyor anda. Ja, und die Priester, sie knirschten schon mit den Zähnen, aber sie mussten es schlucken und haben es akzeptiert. Was sollten sie tun? Ey Muhammed diyor yaşlı adam. Göster kendini. Dann sagte der Meister, oh du Muhammedaner, zeig dich. Dann Bessam Hazretleri öne çıkıyor. Atıyor şeyini. Benim. Und der alte Bessame trat in den Vordergrund, zog seine Kapuze nach hinten und sagte, ich bin es. Senin diyor, adın nedir diyor, beyaz istiyor. Ja, und der Meister fragte, wie heißt du? Und er sagte, mein Name ist Beyazıt. Senin tahsilin var mı diyor. Ja, hast du, der Meister fragt daraufhin, hast du irgendeinen besonderen Rang? Cenab-ı Allah diyor ne öğrettiyse onu bilirim. Yani bildiğimin alimiyim, bilmediğimin cahiliyim diyor. Er sagte, ich habe keinen besonderen Rang, ich weiß nur das, was der... Profesör'e gibi her şeyi bilirim. Er sagte, ich weiß nur das, was der Herr mich gelehrt hat. Sprich, ich bin der Gelehrte dessen, was ich weiß, und der Unwissende dessen, was ich nicht weiß. Also er hatte sich nicht wie ein Professor präsentiert und gesagt, ja, ich bin der große Wissende. Ja, da bizim cami imamları var ya her şeyi bilir. Man kennt es auch aus dem Moscheen. Die Hocas, die wissen auch immer alles besser. Einfach gefahren die Olasen, ne? Hocalara nasıl sokmadan öğrenmiyorsun. Ne yapayım, elimde değil. Und den Leuten, die anwesenden Gäste sagen, denkt euch jetzt bestimmt, warum tut er immer diese Sticheleien betreiben diesen Hocas? Warum muss er ständig den Hocas etwas sagen? Aber es kommt einfach aus uns heraus. Wir können nichts dafür. Ne geliyorsa başımda hocalar da geliyor diyorlar ya. Hakikaten de öyle. Wir können nichts dafür, das ist so ein Laster von uns. İtiraz olan var mı? Hat einer was dagegen? Oder wird jemand widersprechen, dass es nicht so ist? Sana diyor, o zaman diyor, soru soracağım. Dann sagte der Meister, ich möchte dir eine Frage stellen. Bakalım diyor cevap verebilecek. Mal schauen, ob du diese Frage beantworten kannst. Bakalım diyor senin dinin mi hak, bizimki mi hak? Schauen wir einmal, ob deine Religion die wahre Religion ist, ob meine Religion die wahre Religion ist. Sor diyor. Allah isterse cevap verecek. Und Beyazıt sagte, stell deine Frage. Wenn der Herr will, so werde ich dir antworten. Belki diyor. İkincisi olmayan bir. Was ist das eine, das keine zwei hat? Üçüncüsü olmayan iki. Was ist die zwei, die keine drei hat? Dördüncüsü olmayan üç. Was ist die drei, die keine vier hat? Beşincisi olmayan dört. Was ist die vier, die keine fünf hat? Altıncısı olmayan beş. Was ist die fünf, die keine sechs hat? Yedincisi olmayan altı. Was ist die sechs, die keine sieben hat? Sekizincisi olmayan yedi. Was ist die sieben, die keine acht hat? Dokuzuncusu olmayan sekiz. Was ist die acht, die keine neun hat? Onuncusu olmayan dokuz. Was ist die neun, die keine zehn hat? Onbirincisi olmayan on. Was ist die zehn, die keine elf hat? Onikincisi olmayan on bir. Was ist die elf, die keine zwölf hat? Onüçüncüsü olmayan on iki. Nedir? Und was ist die zwölf, die keine dreizehn hat? Gib mir die Antwort, sagte der Meister zu Beyazıt. Gib mir die Antwort. Er sagt, ich habe nicht schon erzählt, aber die Antwort. Peki diyor, Bismillahirrahmanirrahim. Madem sordun, söyleyelim. Und Beyazıt Bismillah sagte, nun gut, er sagte, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen des Herrn. Wenn du schon diese Frage gestellt hast, dann möchte ich die antworten.
İkincisi olmayan bir yeri ve göğü yaratan Allah'tır. Der eine, das eine, der keinen zweiten hat. Das ist der Allmächtige Herr, der Erdreich und Himmelreich erschaffen hat. Üçüncüsü olmayan iki diyor, gece ve gündüz. Die zwei, die keine drei hat, das ist der Tag und die Nacht. Dördüncüsü olmayan üç, bir erkeğin karısı üç talakta boşanmasıdır. Ja, und die drei, die keine vier hat, und ihr kennt es sicherlich, im Islamischen ist ja der Brauch, wenn man sich scheiden lassen will, braucht man ja dreimal das Einverständnis. Ja, und man braucht dieses dreimalige Einverständnis, aber kein viertes. Und das ist es. Die drei, die keine vier hat. Doğru mu? Beşincisi olmayan dört, dört kitaptır. Ja, und keine fünf hat, das sind die vier heiligen Bücher. Altıncısı olmayan beş, beş vakit namazdır. Und die fünf, die keine sechs haben, das sind die fünf Tagesgebete. Yedincisi olmayan altı, Cenab-ı Allah'ın yedi, yeri ve göğü yarattığı altı gündür. Und die sechs, die keine sieben hat, das sind die sechs Tage, in denen der Herr, allmächtige Herr, die Welt erschuf. Sekizincisi olmayan yedi, yer ve gök, yedi kat göktür. Und die sieben, die keine acht hat, das sind die sieben Ebenen. Die ist von der Erde, Himmelsebene. Das sind sieben Himmelsebenen von der Erde bis zum Himmel. Dokuzuncusu olmayan sekiz, arşı taşıyan sekiz melaike. Ja, die acht, die keine neun haben, das sind die sieben Engel, die den Thron des Herrn tragen. Die acht Engel, die den Herrn des Thrones den Thron des Herrn tragen. Onuncusu olmayan dokuz diyor, bir kadının diyor, doğum. Ja, und die neun, die keine zehn hat, ja, das sind die neun Monate, die eine Frau benötigt, bis sie ein Kind gebärt. On birincisi olmayan on diyor, Musa peygamberin Şuayb aleyhisselama hizmet ettiği süredir. Und die zehn, die keine elf hat, das sind zehn Jahre, die Şuayb aleyhisselam, das war der Schwiegervater von Moses, Ezekiel, das ist ja im christlichen Bereich. Das waren die zehn Jahre, in denen Şuayb aleyhisselam dem Propheten Moses gedient hat. Nee, Moses, andersrum. In den Moses Şuayb seinem Schwiegervater gedient hat. Şimdi ben onu da takip etmek zorundayım. 12.'si olmayan 11 Yusuf peygamberin kardeş sayısı. Und die 11, die keine 12 haben, das waren die 11 Geschwister des Propheten Josef, des Propheten Yusuf aleyhisselam. 13.'si olmayan 12 12 ay. Und die 12, die keine 13 haben, das sind 12 Monate. Bunun üzerine o onu büyük zat diyor ki bildin ya Muhammed. Daraufhin sagte der Meister, ja, du hast mir die richtigen Antworten gegeben. O du Muhammed Ali. Ama sana diyor bir sorun daha var. Aber daraufhin sagte der Meister, ich habe noch eine Frage. Sor diyor. Und der Hazret sagte, ja, stell auch noch diese Frage. Havada diyor ne yaratıldı? Was wurde in der Luft erschaffen? Havada diyor ne korundu? Was wurde in der Luft geschützt? Havada ne helak oldu? Was wurde in der Luft zerstört? Havada ne korundu? Korundu. Korundu. Geçiyor. Diyor, İsa aleyhisselam diyor, havadan yaratıldı. Jesus, Friede sei mit ihm. Er wurde aus der Luft erschaffen. Er war es, der aus der Luft erschaffen wurde. Süleyman aleyhisselam diyor, havada korundu. Der Prophet Salomon, Friede sei mit ihm, er ist es, der durch die Luft geschützt wurde. Und das, was durch die Luft zerstört wurde, das war das, der Stamm Ad. Und daraufhin sagte der Meister, du hast mir wieder die richtige Antwort gegeben. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Ateşten ne yaratıldı? Was wurde aus Feuer erschaffen? Ateşten ne korundu? Was wurde im Feuer beschützt? Ateşten ne helak oldu? Was wurde im Feuer zerstört? Diyor ki, şeytan, yani iblis ateşten yaratılmış. Der Satan, der Teufel, der wurde aus Feuer erschaffen. İbrahim peygamber ateşten korundu. Abraham, er war es, der im Feuer beschützt wurde. Ebu Cehil ateşte helak oldu. Und Ebu Cehil, das war der, der im Feuer zerstört wird am Ende. Bildireceğim. Das wieder die richtige Antwort zu sagen. Deyince Beyazıt Destanım Hazretleri. Bitti mi diyor. Sen bana bu kadar soru sordun. Ben sana bir tane sorayım. Aufhin sagte Beyazıt Destanım. Hast du mir so viele Fragen gestellt, Meister?
Bist du jetzt endlich fertig? Und er sagt ja. Jetzt möchte ich dir eine einzige Frage stellen. Cennetin diyor anahtarı kimdedir ve cennet kapılarının üstünde ne yazar? Die Frage war, wem, wessen Händen sind die Schlüssel des Paradieses und was steht über dem Tor des Paradieses geschrieben? Sag es mir, oh Meister. Uzun bir ses. Und dann kehrte Stille ein, eine lange Stille. Bayağı uzun bir ses. Diese Stille dauerte sehr lange an. Gayet uzun bir ses. Und die Stille dauerte immer noch an. Artık sinir şeyine dönmüş. Savaşın. Bugün de sürüyor. Bugüne kadar sürüyor. Hala sürer. Tabii o uzun bir seslik anda o papazdan hareketleniyor. Ey bu büyük zatımız bu. Beğenmediğimiz Muhammed'i senin bütün soruna cevap verdi. Sen bunu bir tane sorsa cevap veremiyor musun? Hani sen bizim ulumuzdun, hani sen bizim büyüğümüzdün, bu işler bilirdin. Ja, und der Meister, er gab keine Antwort, es war Totenstille bei ihm, Funkstille, und die Schüler sagten, oh Meister, du bist doch unser großer Meister, du hast ihm so viele Fragen gestellt, er hat all diese Fragen beantwortet, und du als unser großer Meister kannst nicht eine einzige Frage von ihm beantworten, kann das sein? Sprich doch endlich um unser Meister. Oder du, okay. Ben diyor bunun cevabını biliyorum. Ama bu cevabı söylediğim, verdiğim zaman siz bunu kabul edecek misiniz? Der Meister sprach, ich weiß die Antwort seiner Frage. Aber, meine lieben Schüler, werdet ihr meine Antwort akzeptieren? Sen, biz sana inandık, iman ettik. Ey ulu büyüğümüz, sen ne dersen bizim kabulümüzdür deyince, peki. Und der Priester sagt, unser Meister, wir haben an dich geglaubt, wir sind dir gefolgt, wir werden weiterhin an dich glauben. Was du sagst, das ist die Wahrheit. Wir akzeptieren das. Und dann sagt der Meister, wenn das so ist, so werde ich jetzt die Antwort liefern. Ey Muhammed, diyor. Cennetin anahtarı Hazreti Muhammed'in elinde. Oh lieber Muhammed, sagte der Meister, die Schlüssel des Paradieses sind in der Hand des ehrenwerten Propheten Muhammed. Cennetin kapısının üstünde, La ilahe illallah Muhammed. Und auf den Toren des Paradieses steht geschrieben, es gibt keinen Gott außer dem allmächtigen Herrn und Mohammed Frisa mit dem ist sein Gesandter. Deyince papazların yarısı Müslüman olur, yarısı der ki, ey Muhammed, bize bir keramet göstermezsen biz Müslüman olmayız. Bize bir kerametini de göster ki sana inanalım iman edelim. Als der Meister das gesagt hatte, man akzeptierte die eine Hälfte der Versammlung diese Worte, und sie nahmen den Islam an, aber die andere Hälfte, sie protestierte. Und sie sagten, oh du Mohammed Dada, du musst uns schon ein Wunder liefern, damit wir dir glauben. Aziz ve Selam Hazretleri döner. Etrafına bakar. İsa Aleyhisselam böyle saçma sapan bir resmi var ya. Heykeline döner. Ey! İsa, sen mi dedin bunlara ben Allah'ım diye? Und dann wandte sich Vers bis dahin ja, zum Kreuz, da hing ein großes Kreuz natürlich im Kloster und da hängt angeblich Jesus an diesem Kreuz. Und Berset bis dahin wandte sich an das Kreuz und sagte, hast du den Menschen gesagt, dass du Gott bist? Und oh hey, hatte ich jetzt noch nicht gehört. Und dann fing sich an, Jesus auf dem Kreuz zu bewegen und sagte, ich habe Ihnen sowas nicht erzählt. Ich habe keine Schuld. Das kommt nicht von mir. Bunun üzerinde o yarısı da Müslüman olur. Und dann akzeptiert er auch die restliche Hälfte den Islam. Und dann war eine Stimme von den Himmel zu hören, eine göttliche Stimme. Und die ganze Versammlung hörte diese Stimme. Hey, Beyazit! Biz sana anlamadığın ilk başta hikmet üzerinden bir zundan bağladık. Ama senin teslimiyetin üzerinden de bir zundan çözdük. Yani diese himmlische Stimme sprach zur Versammlung. Oh, lieber Bayazid, wir haben dir gegen deinen Willen das Gewand eines Priesters angelegt. Aber weil du diesen Weg für uns gegangen bist, haben wir das Gewand von tausend Priestern gelöst und haben ihre Herzen geöffnet, wegen dir. Oh, gibt. Beyazit secdeye kapandı ve Ya Rabbi hikmetinden sonra olmuş. Und daraufhin, als diese himmlische Stimme vernommen wurde, warf sich Beyazit bis dahin nieder, die Niederwerfung, und sagte dem Herrn und sagte, deine Weisheit kann man nicht hinterfragen, o Herr. Şimdi sen bir basit Müslüman olarak, daha İslam'ı ismi bilmeyen, bilirim sana ben bir şey bilmeyiz. Sen çoluk çocuk.
sana bir papa elbisesi giydirin, hatta Hristiyan Yahudi elbisesi giydirin ama sen o cinayet çıkarsın olacağız. Kaldınız mı? O anda Müslümanlık pastası. Ama anladım. Ja, was jetzt die Frage an uns, was würden wir tun als sogenannte Muslime, noch nicht mal in die Punkt des Islams kennen? Ja, was würdet ihr tun, wenn euch, wenn ein Christ zu euch kommen würde und sagen würde, du musst dann ein christliches Gewand anziehen? Ja, ganz geschweige, dass dieser Person zuhören würde, würde diese Person vielleicht umbringen, diese Person vielleicht schlagen und sagen, was willst du? Warum soll ich ein christliches Gewand anziehen? So, Abdullah bütün ormanı yakar gene gibi. Abdullah würde die ganze Schwarzwald niederbrennen, würde dieses christliche Gewand nicht anlegen. Bir tane ağaç bırakmaz. Kein Baum würde er stehen lassen. Schwarzwald Asche war gut. Aber vom Schwarzwald bleibt er nur noch die Asche übrig an Asche war. Şimdi ama o dedi ki, baktı ki, ya benim irademin dışında gelişen bir meseledir. Yani Allah bilmek istemiyorum ki bunu. Ama bir şekilde kaderim beni o tarafa doğru sürüklüyorsa, bu bir kader. Çünkü ben bilemezdim yolumun bu manastıra geleceğini, geçeceğini. Man schaut euch an, was Ferzit, der große Heilige, getan hat. Er hat sich im himmlischen Leben gefühlt. Er hat gesagt, ich selbst, ich will das Gewand ja nicht anziehen, aber es ist so gekommen. Mir wurde es angeboten. Ich wurde darum gebeten. Ich habe mich einfach diesem Schicksal gefügt. Es ist außerhalb meines Willens geschehen. Und daher habe ich mir gesagt, da muss eine göttliche Weisheit dahinter stecken. Daher habe ich mich diesem Willen gefügt und bin diesen Weg gegangen.